Habt ihr das gesehen? Ich bin doch lernfähig. Gibt's ja was umsonst. Ich will einen Kaffee. Nach 4 Stunden bist du müde. Muss ich die bezahlen, ohne dass hier überhaupt was passiert? Also ihr seid alle viel zu zufrieden, ne? Das geht ja schon mal nicht. Ich glaube, ich muss denen das Gehalt kürzen. Hat er gekündigt? Willkommen zu Folge 4 von Flauschis Patch-Up. Und diesmal haben wir hoffentlich auch auch Musik. Laden. Blub. Also Musik auch außerhalb dieses Bildschirms. Schon Sound. Wo ist die Musik? Ja, ja, ja. Oh, 10 Spuren haben wir. Achso, ich vergaß. Das ist ja hier draußen noch viel, viel lauter als hier drin. Dann doch wieder leiser. Alter. Was ist denn das für ein Karibik-Shop? Es soll eine leichte, leise Einkaufsmelodie-Unterstützungsding sein. Hätte ich was kaufen müssen? Hier ist noch da. Ach nee, ich habe was gekauft, ne? Da ist irgendwie nichts. Das könnte ich nochmal eben ganz. Achso, warte. Erstmal öffnen. Angestellte rufen. Ja, du auch. So und. Hier. Wo war denn das? Da. Oh, ich glaube, das... das geht noch. Bestellen. Meine Lieferung. Weißt du was? Du kannst mal, solange nicht so viel los ist, kannst du das machen, weil dann kann ich nämlich den Rest machen. So. Ich finde, hier draußen gehören auch Lautsprecher hin. Das werde ich testen, ob das geht. So. Das für Häschen, dann machen wir hier für Katzen. Sehr schön. Was wollt ihr alle in meinem Lager? Oh. Achso, ich wollte gerade fragen, was machst du denn da? Muss im Lager auch gewischt werden? Ja, ist ja wachsam. Hi. Mal ein bisschen beobachten, was du hier so machst. Ich hätte gerne eine Option zum schneller stellen. Das kann ich eigentlich noch so. Das geht noch nicht. Das geht jetzt so auch nicht, ne? Was haben wir denn noch hier? Also ich kann ja bisher nur Kasse und Reinigen machen. Was wäre das andere denn hier? Prolog, okay.
Oh, Sie haben eine Frage. So, Vitamine für Kaninchen. Na klar. Komm mit. Hier. Hier. Okay. Ich habe mich vertan. Puppipuffs. Papi. Puffs. Puffs. Doch mal. Ja, ich denke, also vielleicht, wahrscheinlich, ich denke, jetzt wird die letzte Folge heute. Weil ist ja Prolog, ne? Oh, was war das? Kaufen zwischendurch mal noch irgendwie was. Aber eigentlich haben wir ja so gut wie alle Funktionen durch, ne? Hamster? Achso. Können wir auch von Hamster. Also es gibt eigentlich ja noch so ein paar Sachen, die wir bestellen können. Hier so Schildkröte. Hunde an sich kann ich ja nicht bestellen, ne? Das ging ja nur mit. Ne, da. Ging das ja jetzt wieder? Ne, es ging übers Baumenü, ne? Oh, da hat jemand eine Frage. Hatte eine Frage. Hallo? Doch, brauchst du. Ich hab's genau gesehen. Dings. Wo ist er? Wo ist mein Mitarbeiter? Achso, er putzt. Ja. Sollst du ja auch. Kannst du bitte. Wie geht's dir eigentlich? Nee, ist okay. Nee, ist schon gut. Mach mal. Ich guck mal hier. Lass mich durch. Kaninchenhaus, natürlich. Ja. Hey. Ist ein bisschen blöd, vielleicht doch die Kasse direkt hier in diesen Gang. Was hat man noch alles im Blick? Oh. Suchst du was im Lager? Ja. Packung ist jetzt nur ein bisschen dunkler. Was sagt eigentlich die Prozentzahl? 25, okay. Will keiner zu dir? Naja, gut. Dann, weißt du was, dann mach mal eine Pause. Danach kommst du ja wieder, du bist ja fix, ne? Ja, such mal einen Kaffee. Ich habe keinen Aufenthaltsraum. Noch keine Toilette. Aber wie ich in den Kommentaren ja gelernt habe, erleichtert ihr euch am Lager. Ich will auch was kaufen. Kaufen. Was haben wir denn hier noch für Kram? Hundekragen für Genesung. Hundefloh-Halsband, das macht doch Sinn. Zum Korb hinzufügen. Hundebettchen. Wieso kosten die da oben mehr als die unten? Die sehen auch besser aus. Im Grün. Da ist er. Wie geht's dir hier so? Yeah. Du musst gleich mal Pause machen, bitte. Hey. Oh nein. Oh no. Oh no. Das geht doch nicht gut. Er hat ja jetzt schon aufgelegt. Fertig? Gesamtsumme? Oh, Wechselgeld 0. Oh, vielen Dank. Oh nein. Ja. Hilfe. Ach so, Wechsel. Hä? 16. So, Konzentration. 10. 15. 16. Ha!
bin gar nicht hier. Ja, mach mal weiter, bitte. Danke. Habt ihr das gesehen? Oh. Bin doch lernfähig. Ah. Ja, lieber. Das war ein Flohhalsbänder, ne? Hier ist Katze, da kommt da runter einfach Hund. Und ich habe schon vergessen, was ich gekauft habe. Was habe ich gekauft? Hundebettchen, ne? Zwei. Wow. Was war das? Hundebettchen. Kann ich diese Dinger auch hier hinstellen? Ja, das macht doch viel mehr Sinn. Ey, zwei Hundebettchen in ein so ein Ding hier. Redet über meinen Laden. Aha. Was ist hier los? Oh. Ne, ist schon gut. Oh. Wer? Du. Halt, stopp. Ja. So. Oh. Vielleicht stelle ich auch einfach nur jemanden ein zum Putzen. Wee, 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 wee. Sternchen Nummer 6, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich in der Vollversion. Die Vollversion kommt übrigens, wenn ihr das seht, dann ist sie schon draußen. $5,000. Was machen wir denn mit dem $5,000? Hallo. Hey. Ja, ich habe Hundebettchen natürlich. Da kann ich nämlich nachfüllen. Komm mit. Ja. Ja? Ist auch ein Hundebettchen oder doch ein Katzenkorb? Muss ich mich jetzt auch vorstellen? Ja. Hier, komm mal her. Mein Ding. Ah, ne, Tier kaufen. Tier kaufen. Vom Wasser habt ihr, okay. Euch geht's gut, ne? Die anderen waren süßer. Aber ihr seid auch süß. Ja, okay, ihr seid alle süß. Oh, was für Schreck hier Dreck gemacht? Er geht schon selber in die Richtung. Als wüsste, wollte er mich testen. Bestimmt ein Testkäufer. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso sind das jetzt so $3,000? Ich habe ja Kaninchen gekauft, okay. Ich stelle jetzt noch jemand ein. Bewerber. Warte mal, die sind auch nicht so sehr zufrieden. Warum denn eigentlich nicht? Ja, komm mal her. Nein, 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 wir wollen ja nicht übertreiben, ne? So. Du, jetzt kannst du mal ein bisschen zufriedener werden, bitte. 2, 1. Oh, guck mal. Oh, Eila, ich habe was anderes gelesen. Ihr Mitarbeiter war unzufrieden und... Ich hab dir gerade eine Gehaltserhöhung gegeben, wenn du das warst. So, guck mal. Die Reinigungskraft verdient mehr als der Kassierer. Das sehe ich aber auch so. Und da ich einen neuen Kassierer brauche, hier, bitteschön. Wer hat denn gekündigt? Ach was, die andere hat gekündigt. Das ist doch kacke.
Rufen, Aufgabe festlegen, bitte Kasse. Und du natürlich mit reinigen. Sehr schön. Alter, hast du ein Gehalt? Er ist auch unzufrieden. Na. Und er ist ein bisschen müde. Ja, du musst warten, bis dein Kollege kommt. Weil ich belasse dich. Ich habe jetzt ein Erfolgserlebnis. Das möchte ich nicht wieder kaputt machen. Hola. Hola. Oh. Hey. Hey. Happy Opas. Na, lauf doch mal ein Schrittchen schneller hier, bitte. Vielen Dank. So, ist fertig mit Kassieren, ne? Oh, sie hat ein Hundebettchen gekauft. Jaha. Wenn er kurz mal nicht müde ist und fertig ist mit Kassieren, dann würde ich ihn ja auch in Pause schicken. Wirklich nur 4 raus. Oh, du siehst nicht so sicher aus. Du siehst aus wie ich, wenn ich da sitze. Was sehr lange braucht für 4. Das sah auch mehr aus als 4. Mach mal eine Pause, bitte. Oh. Hey, ja. Wie gut bist du im Kassieren jetzt hier? Uff, okay. Ihr seid alle so liebevoll. Ja. Nein, okay, ich lasse das nicht schon wieder. Achso, ich habe ja jetzt jemand dafür. Aber man kann ja trotzdem mal ein bisschen mithelfen, ne? Weil man ist ja nett. 4500, der Tag ist aber jetzt gleich auch schon vorbei. Dann dürfte er gerne mal aus seiner Pause wiederkommen. Warte mal, wo ist er hin? Das ist sie. Wo ist... Bewerberangestellte? Wo ist Shepard hin? Ich habe ihn doch nur in Pause geschickt, oder? Bin ich jetzt doof? Habe ich das nicht mitgekriegt? Alle sind zufrieden hier. Ja, du kannst nach Hause gehen. So, du kannst auch nach Hause gehen. Hier, drauf nach Hause. Nee, ich habe auf Pause, wenn dann gedrückt. Sehr komisch. So. Achso, das ist zu. Baumodus. Was kann ich noch bauen in meiner Prolog-Version? Wie geht denn das hier nochmal? Ich brauche einen Gemeinschaftsraum. Wie funktioniert denn das? Abriss? Nein, ich will nichts abreißen. Ich will bauen. Toilette geht nicht, Sozialraum geht aber. Okay, warte mal. Okay. Sozialraum. Tür. Ja, ich muss sehen, was meine Mitarbeiter da tun. Ich hätte auch nur Doppeltür machen können, ne? Fenster. Es gibt Fenster. Aber nicht zur Seite. Ja, da hinten hin. Okay. Hier, ihr dürft auch rausgucken. Ins Lager darf keiner gucken. So, Gemeinschaftsraum. Wie ging denn nochmal? Ah, da, so.
Es ist ein sehr großer Raum. Kaffee. Hallo? Kaffee? Und ist hier richtig herum? Und eine Couch. Sanitär gibt es nicht. Dekoration, braune Dekoration. Achso, ich wollte ja draußen Lautsprecher machen. So und so. Mülleimer, ja, hätte ich gerne, gibt's ja aber nicht. Beleuchtung, nee, um Gottes Willen, brauchen wir nicht. Haben wir noch Regale? Vielleicht für die ganzen Hundebetten? Seid ihr das? Traditionelles Regal? Nee, das sind die normal. Wo sind denn die großen? Was gibt's denn hier noch? Ach, guck mal. Aquarium wollte ich kaufen. So. Huch, jetzt habe ich die Lampe verschoben. Ich wollte die Hasen verschieben. Häschen kommen hier hin und Aquarium gibt es und jetzt bin ich pleite. Ja, supi. Speichern mal eben schon mal. Jetzt kann ich aber nichts fürs Aquarium kaufen. Nee, kann ich nicht. Ihr seid noch versorgt. Hier kann ich nochmal Hundebetten einräumen. Okay. Ja, dann Nacht überspringen, weil ich habe ja eh kein Geld. Oh, ich hätte gern gesehen, wie ein bisschen langsamer die Sonne aufgeht. Hä? Warum springt denn der immer mit der Kamera so? So, Angestellte rufen. Hat er gekündigt? Kannst mich mal dann halt nicht. Kaya. Ihr kommt alle. Du machst das und du brauchst noch nicht herkommen. Ich krieg keinen Kaffee. Guck mal, kannst du hier sitzen und schön ins Grüne gucken. Das ist doch fein. Hi, oh, Laden öffnen bitte. 28. So, ich brauche Kunden, ich will Fische kaufen. Gut, ihr habt sogar ein integriertes Regal da unten. Ich dachte, ich könnte da vielleicht ein Hundebettchen hinlegen, aber. Ich weiß immer noch nicht, was diese Funktion ist. Ich möchte auf das Regal gucken. Oh, ich bin immer noch zu klein. Was steht denn hier oben? Ach so, ja, sind noch nicht verstaubt. Ne? Sieht noch alles gut aus. Seid ihr verwandt? Hä? Warum dreht er denn immer die Kamera rum? Könntet verwandt sein, glaube ich. Das war jetzt eine motivierende Musik. Oh, ich habe den Gemeinschaftsraum nicht gestrichen, aber so sieht man wenigstens, dass da was anderes ist. Und nicht, dass hier ein Kunde reingeht. Ich will einen Kaffee. Aber ich habe ja einen Kaffee.
Minus 272. Ja. Hallo? Ja. Hier, bitteschön. Kein Problem. Ja, jetzt ich brauche mehr Kunden. Oh. Wenn mehr Kunden, dann rufe ich den Mitarbeiter. Vielleicht hat Shepard gekündigt, weil die einmal mehr verdienen als er. Ich habe ihn auf eine teure Schulung geschickt, ne? Undankbares Pack. Diese Kassierer. Ich brauche ein bisschen Einnahmen. Ich will Fische kaufen. Ich brauche 500 Minimum. Auch noch jemand Hilfe beim Entscheiden? Oh. Hi. Hi. Ich empfehle Ihnen dieses Produkt. Oh. Okay. Hi. Hey, oh. Ich überzeug dich von dem Produkt. Ja, ich höre zu. Also. Suchen? Ich verstehe dieses System nicht. Entschuldigung, kann ich es nochmal versuchen? Okay. Habe ich jetzt meine Attraktivität wieder runtergemacht? Hey. Hier, machen wir eine Pause in unserem neuen Raum da. Jetzt kannst du auch wirklich einen Kaffee holen. Ich probiere es jetzt nochmal. Hallo. Überzeugen. Ja. Haken. Haken. Kasse. Geld. Daumen hoch. Das Gespräch. Diamant. Tasche. Nee, okay. Ja. Ich lasse besser, weil ich bin kein guter Verkäufer. Mal gesehen. Ich kann nicht kassieren. Ich kann gerade mal wischen. Verkaufsgespräche sind auch nicht so meins. Es ist schon weniger Minus da oben. Martha Mai, ich will einen Fisch kaufen. Kann ich euch eigentlich vorbeugen und reinigen, indem ich es auf einmal drücke zwischendurch? Oh, das war was Großes. Das war ein Katzenklo. Oh, das sieht doch gut aus. Yeah! Oh, und du suchst was. Ich hoffe, dass ich die noch habe. Wo ist mein Geld hin? Jetzt mal ernsthaft, wo ist mein Geld hin? Achso, ihr kostet zu viel pro Stunde, ne? Ich gehe nach vorne, obwohl ich nur nach links und rechts gehe. Also wenn W kaputt ist, nehme ich A und D. Halt, stopp! Ja. Jetzt aber. So. Ich kann noch einkaufen. So. Wo ist denn der zweite? Kann ich nicht. So. Bin wieder pleite, aber ich habe einen Fisch. Aha.
könnte ja auch mal den anderen Angestellten rufen. So, weißt du, was, so, ich rufe ich. Wo ist denn meine Reinigung hier? Da. Das kann sie noch machen und dann schicke ich sie mal weg. Ja, ich habe gerade schon den anderen gerufen. So. Oh ja. Verwaltung, du kannst nach Hause gehen. 22. Für den einen Fleck. Den hat sie gar nicht gesehen. Weiß ja nicht, ob das eine gute Investition war. Hallo, ich wollte dir gerade helfen. Mensch, kannst du mal die Augen aufmachen? So groß ist der Laden jetzt auch wieder nicht. Hm. Karottenspielzeug. Natürlich, bitte folgen Sie mir. Hier. Ich weiß, wo alles steht. Wo ist denn mein anderer Mitarbeiter? Du? Kennen wir uns schon? Nee. Eine Position zu weisen. Bitte zur Kasse. Oh. Na toll. Das ist ja wieder, gibt ja wieder Abzug hier. So, und du mach mal schneller hier. Oh. Ja, jetzt hast du auch wieder eine Frage, ne? Ja, blöd Mann. Hier. Du suchst Katzen, Katzen, Kaninchenhäuser. Okay. Kann ich dich bitte in Pause schicken? Danke, Verwaltung. Mach nochmal eine Pause. Oh, es hat jetzt einen Stress hier. Und jetzt ist auch noch dreckig. Und da hinten ist auch dreckig. Oh. Euch geht's gut? Kann ich euch eigentlich auch streicheln? Nein, kann ich nicht. Hat sie eigentlich tatsächlich jetzt einen Kaffee? Okay, sie kann zumindest sitzen. Ja, Entschuldigung, war nicht stören. Ich gucken, wo ja was fehlt. Dabei. Mensch, geht denn das auf einmal so schnell? Und ich wollte das schneller stellen. Ich glaube, ich will sie doch wieder haben. Sag mal. Kann ich mit der auch einfach quer durch den Laden laufen? Schneller. Hallo. Ja, red nicht mit der, die ist in Pause. Schneller, da hinten hat jemand eine Frage. Das. Ah, hier. $280 für den Trinknapf. Fressnapf. Was auch immer.
Ja, stehst du ganz in der Nähe. Warum wisst ihr alle nicht, wo das steht? Meine Regale sehen aus, als wäre morgen Krieg. Also müsst ihr doch eigentlich... Ah! Oh. Was sehen? Euch geht's gut, ne? Ja. Oh, aha, aha, aha. Habe ich beim letzten Mal nicht nur 2 Tage geschafft? Weil jetzt kommt gleich der 3. Tag in dieser Folge. Also der ist jetzt bald vorbei. Oder habe ich irgendwo länger oder kürzer rumgehampelt? Mensch, es tut mir voll leid, dass ich immer in jeder Folge irgendwie gehen muss, aber ich nehme die Sachen immer vor der Arbeit auf. Selten auch mal nach der Arbeit, aber in beiden Fällen bin ich dann noch ein bisschen müde. Oh nein. Wir wollen doch gerade noch einen Schluck Kaffee trinken. Hallo. Kaninchenschüssel. Ja. So viel Geld habe ich heute gar nicht eingenommen, wa? Ich glaube, ich muss denen das Gehalt kürzen. Und da ist schon wieder dreckig. Mensch. Oh. Heute ist aber stressig. Oh. 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 Oh, es wurde ein Fisch gekauft. Und ein... Nee. Gehen die alle so straight nach hier hinten? Gibt's ja was umsonst. Hallo. Oh, ja. Ach, die halbe Stunde können wir jetzt auch noch durchziehen. Ich bin hier von morgens bis abends ohne Pause. Ich krieg ja nicht mal einen Kaffee am Kaffeeautomaten. Hab ich dir das nicht vorhin schon gezeigt? Aber kein Ding, mach ich nochmal. Hier ist die letzte, würde ich kaufen. Sehr verehrte Kunden, der Laden schließt in den nächsten 15 Minuten. Und hier ist noch eins. Ui, nur 3 Tüten hier. Ja, jetzt so langsam. Du siehst verdächtig aus. Du hast gerade kein Hundebettchen genommen. Der klaut bestimmt. Oh, Fische sind ausverkauft. Sehr gut. Fische sind beliebter als Häschen. Was soll denn das? Hey. Kitty Litter. Natürlich. Das schmeißt du doch jetzt nicht da so rein, oder? Bam. Und es wird auf einmal minimiert. Kann ich da reingucken? Die Tüte ist leer. Hier sind immer noch Kunden. Ich kann euch noch nicht nach Hause schicken. Jaha.
Hallo. Hi. Dann guckt er mich so an. Das ist der Verdächtige, ne? BS piep, wenn du rausgehst. Okay. Hi. Hi. Ich habe das Gefühl, die erkennen mich, ne? Dass sie mich manchmal so ein bisschen komisch angucken. Ja, so. Du darfst jetzt gehen. Du kannst nach Hause gehen. Auf Wiedersehen. Oh, du hast es nicht ganz geschafft hier, ja? Verwaltung. Du kannst nach Hause gehen. Auf Wiedersehen. Das hat sich gereimt. Du kannst nach Hause gehen, auf Wiedersehen. Oder? So, oh nein, ihr seid traurig, weil ihr kein Essen habt. Was machen wir denn jetzt? 8.740. Erstmal möchte ich mal bitte gucken. Also ihr seid alle viel zu zufrieden, ne? Das geht ja schon mal nicht. Wir wollen mal ein bisschen am Gehalt sparen hier. Und alle kriegen hier gleich, so gut wie. Aber Kai ein bisschen mehr. Alle müde, alle zu Hause. Ach nee, warte. Die müsste ein bisschen mehr kriegen. Warum kriegt sie mehr? Nee, Moment. So. So ist gut. So. Das können wir auch während des laufenden Betriebs machen. Wie viele Hundebettchen habe ich denn gekauft? Und jetzt muss ich rausfinden, was hier vorhin auf dem Boden lag, ne? Das Sortiment von allen Regalen? Nee, Moment. Ich dachte, weil hier noch so ein Zettel hängt. Okay, wenn ich denn jetzt hier hingehe und dann sage, arrangieren. Okay, dann habe ich noch Fisch mit Dings. Und na, sind wir denn hier? Da. Ah, okay. Habe ich auch noch. Bin ich jetzt hier? Alles? Nichts mehr da? Okay. Dann, wir brauchen Katzenfutter. Die Mausbites dazu. Hundefutter. Uiuiui, ganz das wird teuer. Wir brauchen Hundefutter. Hundefutter. Oh, guck mal. Wir brauchen Katzenfutter. Die Mausbites. Ich bestelle das schon mal. Weil Versandkosten ist ja hier nicht. Vitamine für was kostet? Was kostet denn hier eigentlich am meisten? Das hole ich nur das. Ich überspringe schon mal die Nacht, weil das kann ich ja auch so kaufen zwischendurch. Mitarbeiter. Ja, Reinigung und Kasse. Sehr schön, vor der Tür ist Musik.
So. Da ist schon auch ein Platz. So, und hier. Hä? Habe ich nicht. Hä? Ach so, ist das wieder so eine große Packung? Oh, ich habe kein Bunny Bonanza gekauft. Ich bin noch nicht fertig. Na, ich habe ja gerade keine Katzentoilette, ne? Eieiei. Und dann auch noch da oben die Leichtdinger da unten. Oh, ich hab gerade, was ist das denn? So, da hinten ist alles gut, ja. Das ist schon schön, ne? Hier kommt so das Licht rein. Die Schatten vom Baum tanzen hier. Und von, was ist das für eine Spirale gerade gewesen? Laterne? Irgendwo? Was ist das? Ah, da, Laterne. So, wo war ich? Ich bin überhaupt nicht leicht rauszubringen. Hier ist nichts. Was habe ich denn noch? Ein Hundebett habe ich noch, okay. An drei Orten Hundebetten. So, ich brauche jetzt noch Bunny Bonanza. Hoppers Heaven. Habe ich den Laden geöffnet? Nix mit doch am Porsche. Muss ich die bezahlen, ohne dass hier überhaupt was passiert? Ich brauche Hoppers Heaven, Bunny Bonanza und was für Fische? Fisch. Granulat. Ich weiß nicht, ob das da auch reinpasst. Aquarium. Wie viel Geld habe ich denn? 8000. Das habe ich nicht. Vielleicht so? Ja, okay. Geht noch ein bisschen. Wie? Es gibt keinen. Fischmedizin. Luftpumpe für Aquarium. Brauchen wir auch zwei. Aquariumlampe brauchen wir dann auch zwei. Ein Thermometer macht auch Sinn. So ein Netz kann man machen. Fischfutterring ist okay. Ja. So. Kann ich jetzt keinen Fisch kaufen, den man damit hätte verwenden können. Natürlich. Was suchst du? Katze. Ah. Komm schon, schneller. Nein. Ja, ist ja gut. Nee. Ha. Ha, 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 ha. Ich erkenne es. Ich erkenne es einfach. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht hätten für die Zukunft, wäre die Erweiterung. Ja, aber ich glaube, das kostet 10, ne? Ja. Kann ich das trotzdem, da ist nicht genug Geld. Okay. Wären wir halt ein bisschen größer, aber naja. Habe ich. Ja, ich habe die Lieferung reingeholt. Oh. Dann räumen wir doch mal ein. Erstmal gucken, was ich hier zum. Okay. Hier kommt die Aquariumlampe hin. Und. Können die Luftpumpe, das ist ein Filter, aber gut. Ich wurde ein Häschen gekauft. Du bist unglücklich, warum? Hier, essen.
Bunny Bonanza hatte ich geholt. Alter Falter. Kann ich vielleicht hier oben drauf noch was stellen? Wer von euch hat die Frage? Ja. Mensch. Guck doch nicht so aggressiv hier. Wir haben andere Leute auch noch eine Frage. Ja, und die musst du auch noch sauer machen. Mensch, wie sieht's denn hier bei euch wieder aus, so bei dir? Bist du jetzt alleine hier? Sehr schön. So, jetzt kann ich noch schnell einen Fisch kaufen, wo ich wieder pleite bin. Ja. $1.51. So. Pass mal auf hier. Du kommst ins Lager. Wie kommt hier ein Aquarium hin? Hier kommt das Hundebäckchen hin. Das ist schon weg. Krass. So. Dann hatte ich hier Hoppers Heaven gekauft. Hatte ich die Vitamine gekauft? Nein, hatte ich nicht. Ah, ihr habt hier deine Frage. Ja, habe ich gerade nachgefüllt. Weiß ich, wo das ist. Kein Ding. Ja, bitte, folgen Sie mir hier. Vielen Dank. Okay. Schön, wenn ihr alle das wollt, wo ihr gerade steht. So. Wir rufen Kaya. Ja, ich war. Deswegen habe ich ja gerade gerufen. 8, 9, 10, 11. Nach 4 Stunden bist du müde. Okay, gut, andere machen noch früher eine Frühstückspause, oder? Ich mach sowas nicht. Naja. Jaha, meine Mitarbeiter sind müde. Warum ruckel ich jetzt so? Was habe ich gedrückt? Was ist hier los? Das. Nein. Jetzt hier geht's gut. Warte mal. Geh mal ganz kurz zum Hauptmenü, bitte. Ist immer noch so ruckelig? Sind die ganzen Leute weg? 52 Mitarbeiter weg, alle weg. Und warum ist mein Geschäft geschlossen? Muss ich das? Ich habe doch gespeichert. Warte mal, bitte was? Ach so. Ja. So, du bist nicht mehr müde. Ihr seid alle nicht mehr müde. Los. Ich habe auch offen, ne? Wirklich? Ja, ich habe offen. Ich habe noch Dinge im Lager. Ich habe einen Fisch. Ja. Er freut sich. So, hallo Kunden. Ich habe noch keine Mitarbeiter da. Da kommen sie doch. Ja. Was habe ich denn im Lager? Aquabites. Hier hinstellen, ne? Ja, kauf mal das Aquarium. 1600, das wäre gut. Ich glaube, ich verkaufe nur noch Aquarien.
Nee, du nicht. Jetzt habe ich nur auch den Kackkarton hier. Kann ich dich nicht scannen, was das ist so? Das ist doch auch ein Regal. Nein. Oh. 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 Ah. Bei was stehe ich? 32. Hm. Ich weiß nicht, warum das vorhin so komisch geruckelt hat. Noch 3 Stunden. Bis Ladenschluss. Bis Ladenschluss und Folgenende. Also wenn ihr unbedingt noch was sehen wollt, dann lauft bitte in den Kommentaren, Amok. Aber ich bin halt der Meinung, so hier, wir haben Regale, wir haben Sachen gekauft, wir haben einen Gemeinschaftsraum, wir haben das Lager. Eine Toilette können wir ja nicht bauen im Prolog. Wir haben Angestellte, wir haben uns geärgert, dass sie gekündigt haben, obwohl man sie auf Lehrgang geschickt hat, der 5000 Dollar gekostet hat. Irgendwie sowas. Wir haben keine Musik. Was ist los? Also wir haben es endlich geschafft, Musik zu machen. Die Erweiterung ist jetzt nicht da, aber es ist ja eigentlich nur noch mal dieselbe Fläche, denke ich. Wenn ihr jetzt alle ein Aquarium kaufen würdet und ein bisschen Bunny-Bonanza, dann könnte ich das noch kaufen. Haven. Nicht Heaven. Doch, Heaven. Aber da oben steht Haven. Auf der Dose steht Haven. Und auf dem Schild steht Heaven. Hm. Okay. Oh, ich habe Minus geschenkt. Das ist ja nicht so rein. So, du kannst nach Hause gehen, weil den Rest mache ich. Dafür bist du nämlich zu teuer. Sehr geehrte Kunden, wir schließen in circa einer Stunde. Bitte machen Sie keinen weiteren Dreck mehr. Ich sagte, bitte machen Sie keinen weiteren Dreck mehr. Ja, Bunny Bonanza, kein Ding, steht hier. Mach währenddessen sauber, ne? Wir sehen ja, wo ich hingelatscht bin.
Was? Ihr könnt ja auch noch mal eben, weil ich ja gemein bin. Letzte halbe Stunde. Na, sieht man jetzt, wie die Zufriedenheit untergeht? Ich brauche ein bisschen Plusgeschäft jetzt noch zum Abschluss. Sehr geehrte Kunden, wir schließen in einer halben Stunde. Na, okay. Ich verstehe es nicht. Hallo? Oh. Komm schneller, ich muss da hinten wischen. Weil wir schließen jetzt. Sehr geehrte Kunden, bitte gehen Sie jetzt zur Kasse. Kaufen Sie einen Fisch. Der Mitarbeiter ist müde, der hat sofort Feierabend jetzt hier. Stellt euch mal nicht so an. Hola. Entschuldigung, Dario, bitte. Es ist übrigens nicht sehr produktiv hier nass zu wischen, während... Hä? Was passiert denn hier immer? Während Leute dann noch drüber latschen, ist immer ein bisschen meh. Hey. Oh, sie hat ein Aquarium gekauft. Sehr schön. Das ist deine letzte Kundin, dann kann ich dich gleich schon mal nach Hause schicken. Euch an die andere Kasse stellen können. Naja, sie würde jetzt nicht mehr so motiviert sein, weil ich ihr Gehalt gekürzt habe, drastisch. Oh, sie ist aber immer noch ein bisschen fröhlich ist sie noch. So, tschüss. Ja, meine Lieben, an euch dann auch jetzt gleich Tschüss, ne? Also wie gesagt, wenn ihr noch mehr hiervon sehen wollt, dann sprengt die Kommentare. Aber ansonsten denke ich, haben wir ja alles durch. Die Vollversion weiß ich nicht, ob wir das machen, weil es wird ja ähnlich sein. Mal sehen. Ich habe noch andere Simulatoren in Planung. Auch die liebe Piri hat mir einen geschenkt. Und ja, wir müssen ja die Sonntage auch mal ein bisschen abwechslungsreicher machen, als nur Tiere verkaufen. Ne? Denn, wie immer, lieben Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert mich, es kostet nichts. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.